So, Freunde, weiter geht's, würde ich sagen. Wir betreten den Urraum. Ich bin der Zeitwächter. Du, der das Wissen des alten Volks suchst. Ich herrsche über die Zeit. Wähle deinen Weg. Zeitverschiebung selbst steuern. Als erstes wollen wir, ja, ich würde sagen, wir gehen einfach der Reihe nach. Wir gehen überall rein, auch wenn es nicht überall was zu holen gibt. Wartet. Fangen wir einfach mal bei der 11 an. Es ist Zeit, du kannst weiter. Aus der 10 kommen wir, in die 11 gehen wir. Was ist hier los? Hier geht's nicht weiter. Zeitverschiebung selbst steuern. Zeit beschleunigen. Dann gehen wir in die 12. Mein Gott, was ist hier los? Sieht so aus, als hätten wir keine Möglichkeit, es zu öffnen. Wir kommen später wieder. Das tun wir. Zeit beschleunigen. Und in die 1. Was ist das? Gemnesmi. Ja. Nicht zu stehlen. Na gut. Dann halt nicht. Nochmal die Froschschenkel und weiter auf 2 Uhr. Ja, geh. Auch eine Sackgasse. Es ist Zeit, du kannst weiter. Auch wenn die Zeit auf der Arbeit auch immer so schnell vergehen würde. Noch ein Kampf. 8 Auge. Boah, das war da ganz schön heftig. Nicht zu stehlen. Gut, wir müssen einen von denen wegmachen. Oh, die MP. Die waren unangenehm. Vor allem was den MP-Klau bei Airbus betrifft. Ups, nee, das tut mir leid. Da habe ich mich jetzt verdrückt. 4 Uhr. Wir müssen kurz warten, sonst fallen wir runter. Das wollen wir natürlich auch. Prinzesswächter. Aeris, ihre ultimative Waffe. Guckt euch das an. Doppelte Schlagkraft, wenn Freunde kampfunfähig wären. Alter Falter. Du darfst. Ach du Jemine. Oh, das alle, das ist ja, das hat ja noch nichts. Weiß ich nicht. Hier, Zusatzwirkung. Was können wir dir denn mal geben? Was hat denn hier was? Schwerkraft. Wir könnten hier einen Schwerkraftangriff geben. Naja, machen wir. Ach so, wartet. Ultimative Waffe, das bedeutet doch... Nee, Wachstum normal. Sie hatten Wachstum in ihrer ultimativen Waffe. Na, dann können wir die nehmen. Und dann kannst du noch haben, zusätzlich... Boah, extra MP kannst du haben. Haben wir das auch. So, 5 Uhr ist es mittlerweile. Scheiße. Ich wollte noch gar nicht runterfallen. Diese Atmosphäre. Los geht's. Na gut. Also wir merken uns, wir müssen bei 5 Uhr einsteigen.
nicht zu stehlen. Nagelkeule für Cloud. Keine Slots. 70 Angriff. So, jetzt müssen wir leider wieder den Weg zurückgehen. Aber das ging jetzt doch recht schnell und ganz ohne Kampf. Ausruhen können wir uns direkt nochmal. Jetzt haben wir die MP wieder. So, und wir merken uns, wir wollen bei 5 Uhr rein. Es ist Zeit. Du kannst weiter. 5 Uhr. Und da haben wir's. Oh nein, wieso heißt es nicht mehr Schleife? Es heißt immer Schleife. Es ist das ultimative Mega-Item und sie haben es einfach umbenannt zu Schmuckband. Das darf nicht wahr sein. Das beste Item umbenannt zu Schmuckband. Also da hat Schleife mir besser gefallen. Na gut. Können wir nicht ändern. Müssen wir durch. So, jetzt wollen wir... 6 Uhr wollen wir noch nicht. 9 Uhr. 6 Uhr ist unser Ziel. Auch eine Sackgasse. So, jetzt müssen wir kurz überlegen. Jetzt brauchen wir 8 Uhr. Dann müssen wir beschleunigen. Na, wir warten mal kurz, sonst fallen wir wieder runter bestimmt. Mega-Elixier. So, 7 Uhr nochmal und dann haben wir es geschafft. Trompetenmuschel. Ah. So, und 6 Uhr. Hey, verschlossen. So ein Mist, wir müssen ihn fangen. Du musst müde sein. Was? Ja. Halt durch. Eines Tages erinnern wir uns an diese harten Zeiten und lachen nur noch darüber. Der Wächter mit dem Schlüssel für die Tür bewegt sich nach einem bestimmten Muster. Merk dir die Türen, durch die er ein- und ausgeht, merk dir sein System und fang ihn an einem Ausgang ab. Oh ja, oh ja, wenn du nach links läufst, kannst du vom Felsen runterspringen. Tür geöffnet. Ich war mir gerade nicht sicher, ob das die Tür oder die war. Glücklicherweise haben wir die richtige genommen. Panzerfaust. Schlafe, schlafe. Ausruhen. HP-MP wiederhergestellt. So, jetzt müssen wir wieder hoch. Da. So, müssen wir irgendwas? Wir sind geheilt. Wir sind gut substanziert. Ich denke, wir können eintreten. Was geht hier ab? Arbeitshandschuh, Sprintschuhe, Trompetenmuschel, Prismenstab, Nagelkeule. Eieiei. So, gucken wir mal, was uns jetzt erwartet. Das hier ist der Saal mit den Wandmalereien. Wo bist du? Sephiroth. Da ist er. So kalt. Ich bin immer an deiner Seite. Komm. Großartig. Ein Raum voller Wissen. Ich
Ich verstehe nicht, was du sagst. Sieh genau hin. Wohin? Das, was das Wissen des alten Volkes mehrt. Ich werde eins mit dem Planeten. Mutter, gleich ist es soweit. Bald werden wir eins. Auf welche Weise gedenkst du, eins mit dem Planeten zu werden? Das ist ganz einfach. Wenn der Planet verletzt ist, sammelt er spirituelle Energie, um die Wunde zu heilen. Wie viel Energie sich ansammelt, richtet sich nach dem Ausmaß der Verletzung. Was würde bei einer Verletzung passieren, die für den Planeten lebensgefährlich ist? Stell dir vor, wie viel Energie sich dann ansammeln würde. Und ich werde mitten in dieser Wunde stecken. Und die grenzenlose Energie wird mir gehören. Indem ich mit der gesamten Energie des Planeten verschmelze, werde ich zu einer neuen Lebensform, zu einer neuen Existenz. Ich werde mich mit dem Planeten vereinen und nicht mehr in meiner bisherigen Form existieren. Und so werde ich als Gott wiedergeboren und herrsche über alle Seelen. Eine Verletzung, die ausreicht, diesen Planeten zu zerstören? Den Planeten verletzen? Sieh nur das Wandbild, der ultimative Zerstörungszauber, Meteor. Das wird niemals geschehen. Wach auf! Wo bist du? Sephiroth! Warte, Cloud! Oh nee, jetzt ist er bekloppt geworden. Cloud! Was zum Teufel geht hier vor? Schwarze Materia. Meteor rufen. Cloud, reiß dich zusammen. Cloud. Ich bin Cloud. Wie soll ich... Ich erinnere mich jetzt. Cloud. Was ist los? Stimmt was nicht? Nein, alles klar. Mach dir keine Sorgen. Okay, Cloud, oder? Sephiroth ist weg. Keine Sorge. Ich weiß, was er meint. Das muss der Meteor sein. Das kapiere ich nicht. Fällt irgendwas vom Himmel? Will ich nichts von hören. Also Zauber. Genau wie Sephiroth gesagt hat. Der ultimative Angriffszauber, Meteor. Durch diesen Zauber werden kleine treibende Asteroiden eingefangen. Und dann kracht's. Dieser Planet wird vielleicht ganz ausgelöscht. Sephiroth. Nein, ich bin es nicht. Aber wer ist es dann? Es ist der rote Drache. Raub. Was gibt's denn hier alles? Wir können ja mal eine Mega-Abwehr-Spa... zu selber machen. Nicht zu stehlen, gut. So, was haben wir denn alles? Was haben wir? Wir haben Aqua-Aalung. Wir haben... Feuer 3, das wird uns wahrscheinlich nicht behilflich sein.
Ja, das war's schon wieder. Drachenarmband. Irgendein Zeichen von Sephiroth? Er ist verschwunden. Materia Bahamut. Flügge. Wir sind jetzt Flügge. Goldarmband. Hatte 4 Verbundene. Das Drachenarmband. Hat... Oh, absorbiert einen halben Schaden bei Feuer, Eis, Blitz. Zauberabwehr. Gut. Plus Verteidigung. Plus Verteidigung. Oh, Drachenarmband. Mega gut. So. Du hast Kälte. Du hast Genesung. Du hast Wiederbelebung. Was können wir dir denn noch geben? Du hast keinen Blitz und kein Feuer. Ich würde sagen, du bekommst Blitz, weil wie am Anfang, er hat mit Eis und Blitz angefangen, also soll er den Blitz auch wieder drin haben. Auf alle oder Nebenwirkungen? Nein, auf alle. Achso. Hier. Odin muss weichen für Bahamut. Was ist das? Da steht etwas geschrieben. Schwarze Materia. Schwarze Materia. Hey, schwarze Materia. Oh, mein Gott, schwarze Materia. Was sollen wir tun, Cloud? Schütteln. Warte mal, ich frage. Ich verstehe nicht. Was? Wirklich? Sie sagten, der Tempel selbst sei die schwarze Materia. Was meinen Sie? Das ganze Gebäude hier ist also die schwarze Materia? Dieser gigantische Tempel, das ist die schwarze Materia? Dann kann sie sich also niemand nehmen. Schwierig. Dies ist ein Modell des Tempels. Und darin befindet sich eine Vorrichtung, die mit jedem Rätsel, das du löst, kleiner wird. Doch nicht nur das Modell wird immer kleiner, sondern du auch. Am Ende ist es so klein, dass es in deiner Handfläche Platz hat. Wenn wir also die Rätsel lösen, wird die schwarze Materia immer kleiner und wir können sie herausnehmen? Tja, schon, aber es gibt einen Haken. Du kannst die Rätsel nur im Tempel lösen. Dummerweise wird jeder, der die Rätsel löst, im Tempel zerquetscht. Verstehe. Das alte Volk wollte nicht, dass der gefährliche Zauber auf einfache Weise aus dem Tempel geschafft werden kann. Von solch derart gefährlichen Zeugs lässt man wohl am besten die Finger? Nein, wir müssen eine Möglichkeit finden, sie rauszukriegen. Denn Sephiroth hat Unmengen williger Helfer jeden Kalibers. Es bedeutet ihm nichts, ihr Leben für die schwarze Materia zu opfern. Hier ist sie nicht sicher. Also, was sollen wir tun? Hallo Cloud, das ist Kate Sith. Ich habe alles mit angehört. Vergiss mich nicht. Alles, was du sagst, ist absolut richtig. Du kannst meinen ausgestopften Körper für die Zukunft des Planeten nehmen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die schwarze Materia Sephiroth in die Hände fällt. Und Shinra darf sie auch nicht bekommen. Aber Cloud, uns bleibt gar nichts anderes übrig. Bitte hab Vertrauen zu mir, ihr alle. Ich denke, wir haben keine Wahl, Alter. Also gut, überlasst alles mir. Beeilt euch bitte, ihr müsst hier raus. Ich warte am Ausgang. Na gut. Dann gehen wir. Och man, ihr nervt mich eh. So, vielleicht hat er jetzt langsam auch mal schon das nächste Limit. Dynamit. Na also. Turboether. Na also. Greift alle Gegner an. Das werden wir leider nicht erleben. Weil wir den Übersprung haben. Hallo Alter. Ausruhen. AP-MP wiederhergestellt. Nee, warte. Wir müssen jetzt Dinge tun. Wir müssen sie... entrüsten. Wartet. Schlagstock. Ihr seht es hier, wir haben 2-mal den Schlagstock. Du bekommst den Schlagstock. Und hier bekommst du auch irgendwas Unwichtiges. Du könntest ein Goldarmband nehmen.
Das ist zwar, glaube ich, egal hier, aber ich weiß nicht, oder nicht. Du bekommst... Ja, du bekommst ein Goldarmband. Was soll der Geiz? So, Edinreif, Prinzesswächter. Ohrring. Goldarmband haben wir übrig. Ausruhen. HPMP wiederhergestellt. Es ist warm. Das ist gar nicht gut. Cloud, hinter dir. What the fuck ist das? Dämonentor. Nicht zu stehlen. Oh, das hat ordentlich gesessen. Das seht ihr. Gigas Armband. Tut mir leid, dass du warten musstest. Ich bin's. Überlass den Rest mir. Um das Übrige kümmere ich mich. Kate Sif. Komm schon, Cloud, sag was. Ich hab sowas drauf. Ich verstehe. Mir geht es genauso. Sagt uns doch die Zukunft voraus. Stimmt, ich habe das schon länger nicht mehr gemacht. Ich bin so aufgeregt, richtig oder falsch. Ich bin immer noch der Gleiche. Also, was soll ich voraussagen? Sag uns, wie gut Cloud und ich zusammenpassen. Das kostet dich was, nämlich ein Rendezvous mit mir. Ab die Post. Das ist nicht gut. Ich kann's nicht sagen. Arme Tifa. Nein, sag's mir. Ich werde auch nicht böse. Wenn das so ist, gut, ich sag's dir. Sieht gut aus, ihr seid wie füreinander gemacht. Eos Stern und Clouds Stern, sie deuten auf eine fabelhafte Zukunft hin. Cloud, lass mich dich verkuppeln, Prediger, ich tue für dich, was immer du willst. Sag einfach Bescheid, wenn es soweit ist. Danke, dass du mir vertraust, obwohl ich ein Spion war. Das ist jetzt der endgültige Abschied. Sei stark, Kate Sif. Sie sagte, sei stark. Ich bin so glücklich. Aua! Was ist passiert? Ich kann mich noch bewegen. Das muss es sein. Da hat das alte Volk wirklich ganze Arbeit geleistet. Auch ich kann den Planeten beschützen. Das macht mich ganz verlegen. Solch ausgestopften Plunder gibt's haufenweise, mich aber nur einmal. Vergesst mich nicht, auch wenn ihr mal einen anderen Kate Sif begegnen solltet. Also dann, auf Wiedersehen. Ich mache mich jetzt dran, den Planeten zu retten.
Das ist die schwarze Materia. Ich werde draußen eine rauchen. Ah, das ist schon was, hier eine zu rauchen. Solange wir sie haben, kann Sephiroth den Meteor nicht benutzen. Schlüsselobjekt schwarze Materia. Hm? Könnt ihr sie benutzen? Nein, wir können sie nicht direkt verwenden. Man muss über große Geisteskräfte verfügen, um sie einzusetzen. Du meinst viel geistige Energie? Genau. Die Kraft einer Person reicht nicht aus. An einem besonderen Ort, an dem es jede Menge Planetenenergie gibt. Oh ja, das verheißene Land. Das verheißene Land. Nein, aber... Sephiroth ist anders. Er ist nicht vom alten Volk. Ich glaube, er kann das verheißene Land gar nicht finden. Ach, aber ich hab's gefunden. Ich bin dem alten Volk weit überlegen. Ich bin durch den Lebensstrom gereist und erwarb das Wissen und die Weisheit des alten Volkes. Ich habe auch das Wissen und die Weisheit derjenigen erworben, die nach dem Untergang des alten Volkes kamen. Und bald werde ich die Zukunft erschaffen. Das werde ich nicht zulassen. Die Zukunft gehört nicht dir allein. Wir werden sehen. Wach auf! Halt den Mund! Dieser Lärm. Also Cloud, lieber Junge. Nein. Hab keine Angst. Nein. Hab keine Angst. Dann mach doch schwarze Materia gegeben. Idiot. Gut gemacht. Cloud, geht's dir gut? Ich habe Sephiroth die schwarze Materia gegeben? Was habe ich getan? Sag's mir, Aeris. Cloud, sei stark, okay? Ah, was hab ich getan? Cloud, du hast gar nichts getan. Es war nicht dein Fehler. Ich bin... Nein! Ha, sieht aus, als käme ich ungelegen. Ich bin Kate Sith Nummer 2. Freut mich, euch alle kennenzulernen. Cloud, was zum Kuckuck hast du getan? Alles ist weiß. Was habe ich getan? Ich kann mich an nichts erinnern. Mein Gedächtnis, seit wann? Weckt mich nicht auf, wenn dies ein Traum ist. Ich sehe Haare hinterm Baum. Cloud, kannst du mich hören? Ich höre dich. Verzeih mir. Vergiss es. Ich kann mir nicht helfen. Oh. Warum machst du dir dann keine Sorgen? Ich kümmere mich um Sephiroth. Und Cloud, pass auf dich auf. Brich mir nicht zusammen, ja? Was ist das hier? Dieser Wald führt zur Stadt des alten Volkes und wird Schlafender Wald genannt. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann Sephiroth Meteor benutzt. Darum werde ich ihn beschützen. Nur ein Nachkommen der Cetra, so wie ich, kann es tun. Die Antwort liegt hier irgendwo. Es muss hier irgendwo sein. Ich spüre es. Es fühlt sich an, als würde mich etwas führen. Dann gehe ich jetzt. Ich komme wieder, wenn alles vorbei ist. Aeris?
Sie will sich einmischen. Stur, oder? Wir müssen dieses Mädchen schnell aufhalten. Du siehst nicht gut aus. Wie fühlst du dich? Nicht gut. Oh, bald ist besser für dich. Weißt du, Claude, Elvis ist weg. Alle suchen Elvis. Stadt des alten Volkes. Elvis ist auf dem Weg dorthin. Allein? Warum allein? Los, wir gehen auch. Nur das alte Volk. Elvis kann uns noch vor dem Meteor retten. Dann los, was tun wir, wenn Elvis etwas zustößt? Wenn Sephiroth sie findet, sitzt sie in der Tinte. Sephiroth weiß es schon. Hey, warum sitzt ihr hier noch rum? Gehen wir, Claude. Nein. Ich könnte wieder ausrasten. Wenn Sephiroth in meine Nähe kommt, würde ich vielleicht... Ja, verdammt, wegen dir hat Sephiroth die schwarze Materie überhaupt erst bekommen. Es ist deine Schuld. Meine Schuld? Ich weiß, du hast Probleme, wie wir alle, aber du kennst dich selbst nicht. Aber du musst begreifen, dass wir aus diesem Zug erst bei Endstation aussteigen. Ja. Claude, wir haben es soweit geschafft. Willst du nicht deine Rechnung mit Sephiroth begleichen? Nein. Ich habe Angst. Wenn das so weitergeht, werde ich noch wahnsinnig. Ich habe Angst. Ein verdammter Idiot, das bist du. Hey, überleg mal, wie viele Menschen meinst du, kennen sich wirklich selbst? Menschen werden depressiv, weil sie nicht wissen, was Sache ist. Aber sie leben weiter. Sie rennen nicht weg. So ist es doch, oder? Claude, du kommst mit, oder? Ich verlasse mich auf dich. Was soll ich nur tun? Verschwinden? Verschwinden? Wohin? Claude. Moment, Tifer. Gib ihm etwas Zeit. Das muss er allein entscheiden. Du glaubst an Claude, stimmt's? Ich habe Angst vor der Wahrheit. Aber warum? Claude. Hey, wie geht's dir? Ich will nur wissen, wie du dich entscheidest. Willst du was über dich erfahren oder hast du Angst? Wenn du hier bleibst, wird es dich beschäftigen. Macht nichts, wenn du beim Anblick von Sephiroth durchdrehst. Wenn nötig, räume ich in deinem Stachelkopf auf. Claude, alles wird gut. Wir sind bei dir. Aber keine Sorge. Mach dir keine Sorgen. Du hast recht. Er hat recht, oder? Los, lass uns Elvis finden. Okay, wir werden Elvis finden. Aber nicht in diesem Part. In diesem Part sind wir fertig, haben einiges erfahren, viele hektische Momente. Wir machen jetzt auch weiter erstmal gar nichts. Wir beenden den Part einfach. Wir haben jetzt eine Minute zum Nachdenken. Bis morgen, denke ich mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Verabschiede mich und sage ciao, ciao.